Hallo Leute und willkommen beim Sparmeck. Xiaomi hat vor kurzem die 14T-Reihe gelauncht. Wir haben hier auch das 14T, das werden wir gleich noch zusammen auspacken, und das 14T Pro da. Aber als wir die Geräte so gesehen haben, das Faultier und unsere lieben Freunde von Sparhandy, haben wir uns gedacht, da würde sich ein Vergleich anbieten. Weil gerade das 14T, das 14T Pro und das 14, die sind sich doch in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich. Ja, ich würde sagen, liebes Faultier, du kannst dir schon mal so ein bisschen was erzählen. Währenddessen packe ich hier mal das 14T schnell aus. Also die Story ist sowieso kurz erklärt. Xiaomi macht jedes Jahr das Gleiche. An erste Jahreshälfte bringen sie ihre normalen, ne, das wären jetzt hier die 14er, 14 Ultra, 14 Normal. Das Normale deutlich kleiner als das Ultra, 6,3 Zoll. Beim Ultra sind wir bei 6,7 Zoll. Und in der zweiten Jahreshälfte kommt bitte kurz die T's. Ach, willst du einmal versuchen, bitte eine Folie sexy abzuziehen? Mach dich hier mit dem Mikro näher dran. Oh. War doch schön. Naja. So, und dann gibt's halt die 14 T's. Du herzloser Mensch. Wer sich jetzt denkt, die 14 T's sind einfach nur noch die normalen und dann halt mit dem Upgrade, neuer Prozessor, was auch immer. Nee, die T's waren halt bisher, muss ich sagen, jetzt wo man dieses wunderschöne 14 T Pro sieht, was die leicht, ich will nicht sagen billigere Version, aber es war halt immer ein Schrittchen drunter. Oft bei der Verarbeitung auch nicht ganz so nett, weil man hat einfach größere Geräte, in der Regel 6,7 Zoll Dinger gebaut. Das ändert sich jetzt dieses Jahr in meinen Augen aber gravierend, gerade mit dem 14T Pro, von dem ich sehr überrascht war. Genau, so würde ich das auch formulieren. Nimm die doch bitte mal beide in die Hand und sag mir, was du dir so denkst. Ich habe die ja auf der IFA das erste Mal gesehen. Xiaomi war nicht auf der IFA. Das ist der Punkt, weil ich habe das 14T gerade zum ersten Mal. Ach so, du hast das erste Mal in der Hand. Ich war auf der IFA, war ich dann erstmal und dachte mir so, ah, oh, warum müssen sie das Pro wieder rund gebogen haben von der Rückseite? Das war immer das, was mir vorher bald nicht gefallen hat. Diese Plastikbomber teilweise bei den Ts, ne, die halt dann waren. Hier ist es aber deutlich dezenter, ist es an den Seiten immer noch mal. Es ist aber dafür überhaupt nicht dicker an. Ja, es fühlt sich dicker an, aber es stört gar nicht. Auf der IFA habe ich noch gedacht, boah, dieses 14T, dieses normale, dieses eckige, so wie wir es jetzt, ne, fast schon vom normalen 14er gewohnt sind oder aber auch von vielen anderen Smartphones dieses Jahr, fühlt sich jetzt, es kommt gar nicht mehr so geil daher. Ja, ist das, also okay, es wird eine Glasrückseite sein, oder? Aber der Rahmen ist doch Kunststoff. Also ich dachte jetzt beim Pro, das Pro fühlt sich doch deutlich besser an. Das sowieso nochmal. Aber ich glaube auch beim Pro ist es keine Glasrückseite. Irgendwo hatte Xiaomi mal was von Glas erzählt, aber wenn du dir das anguckst, heißt es, wenn du dir dann das Xiaomi-Material anguckst, ist es texturiertes irgendwas. Dann ist es sehr gut gemacht. Ja. Aber der Rahmen ist hier auf jeden Fall außen Alu, sexy, Metall. Ja. Und hier nicht. Da hast du ein Fragezeichen. Genau, hier hast du ein Fragezeichen. Also was die Haptik angeht, würde ich mal sagen, zu meiner großen Überraschung auch das 14T Pro vorne. Ja. Das 14er kann da eigentlich mithalten, wenn ihr die richtige Farbe habt. Wir haben hier die falsche Farbe. Das ist mit dieser wirklich, ihr seht es schon hier wieder anhand der ganzen Fingerabdrücke, mit dieser sehr anfälligen Glasrückseite. Aber ich glaube, das schwarze Modell zum Beispiel hat eine matte Rückseite, das weiße auch. Ja. Das fühlt sich dann deutlich besser an. Aber ich würde sagen, die beiden hier so, also das 14T Pro und das 14, nehmen sich in Sachen Haptik nicht viel. Ich finde, das normale, also 14er normal fühlt sich ein bisschen noch mal mehr Premium an. Aber ihr habt auch einen krassen Größenunterschied. Das sind 6,36 oder 6,67. Also da muss ich sagen, hat mich die T-Reihe jetzt positiv überrascht. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Ihr seht hier, sonst war oft viel Hate bei den 14T, bei den T's dabei. Und hier dieses Jahr, wir haben beide, ihr habt ja gerade gesehen, wir haben das normale gerade erst ausgepackt. Ja. Franz hat es zum ersten Mal in der Hand. Ich hatte es auf der IFA schon in der Hand. Aber beim Pro kommt sehr viel Begeisterung bei dieses Jahr bei mir um die Ecke. Ich würde sagen, dass wir hier jetzt zumindest etwas Struktur in dieses Video bringen. Gehen wir ganz kurz auf die Unterschiede zwischen dem 14T und dem Pro ein und widmen uns dann dem Vergleich 14T Pro, Xiaomi 14. Ich glaube, wir sind uns beide einig, das sind die beiden, die man miteinander vergleichen will. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass das 14T auf dem Papier aufgewertet wurde, finde ich, im Vergleich, oder das Pro aufgewertet wurde, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Größentechnisch sind sich die beiden nach wie vor ziemlich ähnlich, aber wir hatten ja eben schon haptisch schon Unterschiede, auch gewichtstechnisch, glaube ich, 5, 6, 7 Gramm Unterschiede. Displays sind ähnlich, 6,67 Zoll, OLED, 144 Hertz, kein LTPO, ganz ähnliche Auflösungen, glaube ich, auch, oder? Ja. Wir haben
bei beiden den MediaTek-Prozessor. Hier ist es allerdings der 8300 und wie heißt der? Ultra. Ultra, genau. Und dann beim Pro-Modell ist es tatsächlich der neue 9300er Plus. Auf dem Papier deutlich, deutlich besser. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Kameratechnisch auch massive Unterschiede. Mhm. Also ist es dieses Mal tatsächlich so, egal ob die Hauptkamera, die Weitwinkelkamera oder die Telesum-Linse, drei unterschiedliche Sensoren. Und wir haben hier nur in Anführungszeichen einen zweifachen Telesum beim 14T, der aber ganz gut ist. Ja. Habe ich gehört. Und beim 14T Pro ist es tatsächlich, ich glaube, ein 2,6-facher, genau, Telesum-Linse. Ach, Samsung, sehr schön. Xiaomi macht das diesmal wieder. Komische Formulierung, aber auch eine ganz gute Kamera. Ja. Da gehen wir aber in einem anderen Video nochmal drauf ein. Dann das Thema Akku. Beide 5000 mAh laden aber unterschiedlich schnell. Wir haben 120 Watt, 23 Minuten beim Pro-Modell und hier beim 14T sind es, glaube ich, nur 67 Watt. Ja. Habe ich noch was vergessen, unterschiedstechnisch zwischen den beiden? Der Hauptunterschied ist halt dieses auf dem Papier Kamera, Prozessor und die Ladegeschwindigkeit. Genau. Ne? Alles andere sind sie halt. Und das Design. Also das würde ich dann schon mit. Ja, 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 ja. Das ist teilweise so begeistert, ich Anfang des Jahres bei einigen Redmi-Dingern waren. Es erinnert mich halt wieder ein bisschen zu sehr ans Redmi. Ich dir recht, die fühlen sich nicht viel, das ja, fühlen sich nicht viel wenn besser, ich dann überlege, das hier hingegen schon. Ja, wenn ich überlege, ich kriege ein 200€ Redmi-Teil und habe dann hier, haben wir ja gar nicht erwähnt, UVP 650€, ein dreimal so teures Gerät, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und das kriege ich halt bei der Haptik vom Pro. Dafür muss man aber auch sagen, das Pro startet bei 800€. Wir sind hier auch bei anderen Sphären bei den Ts angelangt, als das, was wir vorher so gewohnt waren. Was willst du jetzt als nächstes? Meine Überleitung wäre jetzt gewesen, als ich dann zum ersten Mal die Specs vom 14T Pro gelesen habe, dachte ich mir wirklich, okay, das ist jetzt ein größeres Xiaomi 14. Was natürlich komisch formuliert ist, aber oder erstmal hart formuliert ist, weil, aber schaut euch die beiden hier mal an. Wir haben hier, ich glaube, 6,36 Zoll beim Xiaomi 14. Wie gesagt, 6,67 Zoll beim 14T Pro. Das VT meinte eben schon, das ist ein massiver Größenunterschied, wobei gewichtstechnisch nehmen sich die beiden nicht viel. Damit einhergehend haben wir natürlich auch unterschiedlich große Akkus. Ich glaube, es sind 4600 beim Xiaomi 14 und wie gesagt 5000. Aber auch das lädt mit 80 Watt. Das ist tatsächlich auch sehr schnell. Ich glaube, in 30 Minuten vollgeladen. Wireless Charging haben sie beide, IP68 Zertifizierung haben sie beide und vor allem auch das Kamera-Setup ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Beide haben diese Leica-Funktionen, dieses Leica-Branding. Wir haben die gleiche Hauptkamera, den gleichen Hauptsensor. Yep. Weitwinkelkamera ist auf einem ähnlichen Niveau. Telesum-Linse finde ich tatsächlich beim 14er noch mal ein bisschen besser. Mhm. Geht auch noch mal ein bisschen näher ran, aber da hinkt das Pro jetzt nicht so sehr hinterher. Also der Unterschied ist nicht groß. Frontkamera nehmen sie sich überhaupt nichts. Und Akkulaufzeit ist ganz ähnlich. Also durch diese Unterschiede beim Display unterschiedlich große Akkus. Und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja gut, okay, aber dafür bekomme ich ja beim Xiaomi 14 den Qualcomm-Prozessor. Ist richtig, aber was die Leistung angeht, was die Effizienz angeht, hinkt dieser Dimensity 9300 Plus dann nicht hinterher. Es ist der modernere Prozessor. Es war eine komplette Überraschung dieses Mal. Also ich, ne, wie gesagt, meine Erwartung an die T-Reihe bei Xiaomi einfach durch die letzten Jahre sind halt sehr gering gewesen. Und dann liest er halt neue MediaTek-Prozessor und da war so bei mir so, okay, gucken wir uns mal an, was ist ja im Endeffekt MediaTeks neuer Flagship-Prozessor geworden, den Samsung ja auch in seinen neuen Tablets verbaut, was ja auch eine komplette Überraschung war, dass die das Ding reinbauen. Deswegen umso skeptisch war ich. Ne? Gar nicht so, dass das jetzt, wenn Xiaomi den einbaut, ist schlecht. Nee, wir haben bei der T-Reihe immer MediaTek gehabt. Waren immer grundsolide. Ja, total. MediaTek ist nicht mehr fuibar. Ey, das sagen wir ja schon seit Jahren. Ne? Die sind richtig, haben sich super entwickelt. Sondern es war eher, wenn Samsung das in die Tablets einbaut, so, dann muss der ja günstig sein, ne? Weil dann im Vergleich zu Qualcomm die Dinger günstiger einkaufen und da Druck aufbauen wollen oder sowas. Und deswegen waren die Erwartungen gering. Und dann spielst du nicht nur mit dem Gerät rum, sondern du machst deine normalen Tests und dann guckst du dir die Benchmarks an. Das Ding ist richtig, richtig mega, auch auf dem Papier zieht wird das teilweise ganz den Snapdragon 8 Gen 3 richtig. Was aber an der Größe liegt, glaube ich. Meinst du? Ja, weil diese kleinen kompakteren werden immer ein bisschen wärmer. Ich finde, das Ding, super Prozessor, also wirklich super Prozessor, wird nur wieder ein bisschen eingefangen dadurch von Xiaomi's HyperOS, was an einigen Punkten, wo ich mir wieder denke, das läuft noch nicht so ganz rund, beziehungsweise ist keine Ruckler, sondern es sind halt immer so Gedenksekunden, wo ich mir denke, jetzt starte doch oder mach oder wechsel nochmal. Das schiebe ich aber auf HyperOS und nicht auf den MediaTek, auf gar keinen Fall. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, vorher bei den Displays, unterschiedliche Diagonalen, 144 Hertz beim 24 Hertz mehr. 14T Pro, dafür LTPO 120 Hertz beim Xiaomi 14, also etwas moderner. Was die Helligkeit angeht, gibt es kaum Unterschiede.
Beide sehr hell, sehr schön, sehr gut. Kann ich schon sagen, von einem uns bekannten Display-Durchtester, mhm, ne, hat gemessen 1600 Nits bei HDR-Einheiten. Ne, absolut, also bin ich auch total, vor allem auch die Qualität. Keine 4000 wie beworben, aber trotzdem. Ja, ne, also ich bin hin und weg, gerade auch von der Display-Qualität. Wir haben ein gerades Display, nichts Gebogenes mehr. Xiaomi hat sich da jetzt ja auch von, sagen wir mal, jetzt wieder verabschiedet. Ne, aber von der Display-Qualität und von der Helligkeit bin ich bei beiden oder bei der Reihe auch komplett fein. Wenn man das jetzt so hört, ja? Was wir, also es sei denn, du hast noch einen expliziten Punkt, den du ansprechen willst. Nee, ich komme jetzt. Ach doch, AI, ganz wichtig. Man. Nein, Spaß. Wenn du mir jetzt mit Circle to Search. Nein, kommt, alles hat gut. Xiaomi ich auch nachgeliefert. Aber ja, AI, machen wir kurz Software. HyperOS habe ich ja schon ein bisschen gemotzt. Bei den Updates merkst du noch einen Unterschied. Ja, richtig, 4-5 Jahre. Aber wenn ich jetzt mal gucke, ich habe im Zuge dessen halt die 14er und das 14 Ultra nochmal geguckt. Geht ein bisschen schneller beim Xiaomi 14. Vor allem, es gibt wieder zwei Klassengesellschaften mal wieder. Das Ultra hat schon den September-Patch, das normale hat noch den August. Mhm. Die sind jetzt, glaube ich, auch, ich habe noch nicht nachgeguckt, was da jetzt... Ich glaube, Juni oder Juli war das. Nee, sogar, ich meine, August oder Dings ist doch schon drauf. Warte, ich gucke nochmal fix. Das also September auf jeden Fall noch nicht. Android-Sicherheitsupdate, September. Dann kam das bestimmt gestern. Genau. Dann kam das bestimmt gestern. Ja, aber ihr seht schon, es tut sich zumindest was ja, bei Xiaomi. Genau. Und wir haben hier jetzt bei allen Vieren oder Dreien, je nachdem, wie man es sehen möchte, vier große Android-Versions-Updates, 5 Jahre Sicherheitsupdates. Aber worauf ich jetzt eigentlich eingehen wollte, nach all dem, was wir jetzt so gesagt haben, möchte man ja meinen, als Zuschauer, der gut aufgepasst hat und sich vielleicht auch ein bisschen auf dem Markt auskennt, ja gut, dann müsste das 14T ja, ich rede jetzt von Marktpreisen und nicht von UVP-Preisen, das günstigste sein. Dann mit großem Abstand müsste vielleicht das 14T Pro kommen und das Xiaomi 14 ganz ähnlich. Und dann kommt natürlich das Ultra. Und dann das Ultra. Ja. So ist es aber leider nicht. Dadurch, dass diese T-Reihe jetzt eben erst gekommen ist, ist es tatsächlich so, ich habe heute mal geschaut, das Xiaomi 14 liegt bei roundabout 600, 650 Euro. Das ist quasi der Preis vom 14T. Selbst, und das Pro ist halt nochmal 200 Euro teurer. Deshalb aktuell ganz klar, und da möchte ich nochmal betonen, unsere Freunde von Sparhandy, die haben wirklich schon gute Verträge und Deals für die T-Reihe unten in der Videobeschreibung, sind die verlinkt. So kann man sich das natürlich schon schön rechnen. Aber wenn man sich jetzt nur die Marktpreise anschaut, ist das Xiaomi 14 aktuell ganz klar die beste Wahl. Weil es ist schon auf dem Papier, finde ich, das Beste von den dreien. Auch das Pro hat im direkten Vergleich seine Vorteile. Aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre es das 14er. Wer jetzt aber sagt, ich suche eigentlich was Größeres und eigentlich spricht mich das T Pro etwas mehr an, den kann ich gut verstehen. Dem würde ich dann aber empfehlen, einfach noch ein bisschen abzuwarten. Weil die Preise von dieser T-Reihe, die werden wieder schnell und massiv sinken. Und letzter Satz von mir, dann wird auch das normale 14T wieder richtig interessant. Weil das sehe ich in 3-4 Monaten bei so 450 Euro. Das wird wieder kommen, glaub's mir. Und dann kann man auch da wieder bewusst zugreifen. Aber ansonsten finde ich, hat Xiaomi das dieses Jahr wirklich gut gemacht, weil sich jetzt endlich diese beiden Ts deutlich weiter voneinander oder deutlich mehr unterscheiden. Was wir die letzten Jahre immer kritisiert haben, da haben wir immer gesagt, nehmt das kleine T, das Pro lohnt sich nicht. Das würde ich dieses Jahr nicht sagen. So, und jetzt darfst du nicht. Ich bin, als Xiaomi mit den 14 Ts um die Ecke gekommen bin, da habe ich damals noch gedacht, ja, okay, jetzt haben sie es wieder rundgelutscht gebaut und es hat sich komplett gewandelt. Ne? Das 14T Pro, mega Ding. Und es tut mir halt wirklich weh, ne, dass ich trotzdem sagen muss, dass der Verstand sagt, hey, dieses fantastische 14er, ich habe das 14er deutlich lieber Anfang des Jahres bei den Testberichten als das Ultra gehabt und für mich war das 14er ein super Allrounder. Und jetzt kriege ich das, selbst wenn wir nochmal vernünftig, ne, sagen wir 700 Euro, ne, aber es bleibt halt dabei, es ist mindestens ein 100er günstiger und kommt mit Netzteil. Haben wir noch gar nicht thematisiert, dass Xiaomi dieses Jahr bei den Ts auch wirklich aber Netzteile mal, eingespart hat. Aber das nicht auch noch bei den 14ern wegfällt. Ja, aber das ist so das, was mir wieder ein bisschen beim 14T Pro mit den 120 Watt Kabelgebunden so auf den Beutel geht. Ne, sie sagen ja wieder, also bei Xiaomi selber haben sie damit geworben, haben eins auf Honor gemacht, ne, für 1 Euro verkaufen wir das Netzteil was dazu. Was ja cool ist, was aber halt bei den Händlern dann schwierig ist. Das richtig, auch das ist halt dann schön, wenn du es bei Xiaomi selber kaufst, aber die Händler haben dann wirklich die Probleme, das umzusetzen. Ich weiß ja auch nicht, wie das dann bei denen läuft, ob Xiaomi dann den Händlern zusätzlich auch noch die Netzteile schickt und dann sagt, hier könnt ihr auch für 1 Euro weitergeben oder ob man dann, gerade weil es 120 Watt Kabel gebunden ist, wer hat denn bitte schön ein Handy-Netzteil? Hast du da nicht 5 rumliegen? Ja, wir schon. Wir haben das Problem nicht. Ich mache die Schublade auf, da liegen 20 Stück von den Dingern. Aber wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe und vielleicht von meinem letzten Smartphone noch
Und selbst wenn es ein 67 Watt Netzteil von einem anderen Xiaomi ist. Gerade bei diesen proprietären Standards ist das Schwachsinn, ja. Das muss man mitliefern. Finde ich halt, und gerade bei diesem Preis von 800 Euro. Das Zweite, was ich preislich noch ein bisschen noch kritisieren möchte, sind halt die seltsamen Aufpreise, die Xiaomi da fährt, weil ich habe sie mir nämlich noch rausgesucht. Irgendwo hatte ich sie mal aufnotiert. Na, die, genau. Ich habe ziemlich, was ich cool finde, beim Xiaomi Pro muss man sagen, 256 GB, 512 und eine 1-Terabyte-Version. Es gibt keine Speichererweiterung, dass ich so viel Speicher überhaupt haben kann oder zusätzlich kaufen kann und dass jede Speicherverdopplung in Anführungszeichen nur 100 Euro kostet. Das ist so ein schöner Mengenrabatt. Aber gleichzeitig gucke ich mir das dann beim normalen Xiaomi 14T an. Da kosten 256 GB 650 Euro. Und für Speicherverdopplung kostet dann nicht wie beim Pro 100 Euro, sondern 50 Euro. Ich verstehe es nicht. Und wer jetzt sagt, ja, vielleicht ist das nicht UFS 4.0er Speicher, sondern, nein, beides UFS, guter UFS 4.0er Speicher. Der gute. Der gute. Beide übrigens mit USB 2.0, habe ich mich heute noch nicht drüber aufgeregt. Ja. Aber naja, dafür IP-Updates und die Infrarotnummer. So, aber was ich hier in diesem Monolog ansprechen wollte, war halt einfach nur, ich wollte dieses 14 Pro, T Pro, wenn du jetzt über, ich habe meine Hände hier, dieses Flap, 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 Flap bin ich. Ich Franz hat seine Hände auch, falls irgendein Mikrofon das gerade aufgefangen hat. Das ist, wir haben heute mal der Studiohund. Purzel, der Studiohund. Jetzt auch. Ja, Clara, die heißt nicht Purzel. So, also auch da. Also ich wollte das 14 T Pro nicht mögen. Mhm. Aber ich mag es sehr. Ich mag es wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ich finde es zwar nach wie vor ein bisschen zu teuer, ja, und gerade wenn du auf den Markt guckst, musst du eigentlich zum 14er greifen, wenn du nicht dieses ganz große Display haben willst, weil du machst ja schon Abstriche, weil es auch kleiner und handlicher ist. Aber das 14T Pro ist ein fantastisches Gerät. Ich bin hin und weg. Ich glaube, das ist das erste T-Smartphone von Xiaomi, was mir gefällt. Aber trotzdem würde ich es nicht im Vergleich kaufen, gerade. Gerade, aber das kann sich ja noch ändern. Schöne Schlussworte dazu, perfekte Überleitung. Entweder ist das Video schon online oder es kommt noch. Auch unser dedizierter Test vom Xiaomi 14T Pro. Schaut das auch gerne an. Ansonsten checkt die Videobeschreibung ab, weil, wie gesagt, gerade wenn man sich aktuell über die Marktpreise von der T-Reihe etwas beschwert, dann lohnt sich, einen Vertrag abzuschließen, weil die Kollegen haben da echt was Gutes zusammengepackt. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.